Hallo, guten Abend und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zur täglich aktuellen Nachrichtensendung im Mittelerzgebirgsfernsehen mit den Nachrichten für unsere und aus unserer Region. Hier ist Megional am Montag, den 16. Oktober. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit dabei sind. Ja, und die sächsischen Herbstferien 2017, die gehören nun der Vergangenheit an. Und zum Ende hin gab es ja dann doch noch schönes Herbstwetter für alle Ferienkids. Und wie soll es anders sein? Klar, zum Schulstart herrscht wieder prächtiges Wetter. Ob das so bleibt, das erfahren wir dann im Laufe der Sendung von meinem Kollegen Tobias Körner. Zum gestrigen Sonntag bei strahlendem Sonnenschein stand einem Ausflug ja nichts im Wege. Und so haben sich auch in diesem Jahr zahlreiche interessierte Besucher zum Tag des traditionellen Handwerks in die Spur begeben, um ein Auge auf die unterschiedlichsten und sehr traditionsbehafteten Handwerkskünste zu werfen. In der Baldauf-Villa in Marienberg gab es demzufolge auch viel zu sehen. Und Nicole Fugmann-Müller hat sich für sie mal unter die insgesamt 945 Besucher der Baldauf-Villa gemischt. Konstanze Ulbricht in der Baldauf-Villa in Voller Park. Was ist denn heute hier los? Ja, Tag des traditionellen Handwerks. Und ihr seht ja, ganz viele Leute sind da. Also das Handwerk und die Tradition leben im Erzgebirge. Wie gefällt es Ihnen denn hier beim Tag des traditionellen Handwerks? Sehr interessant. Also ich hoffe, wir haben schon Klaus Schleifen mitgemacht, jetzt hier beim Zinngießen. Wir sind sehr begeistert. Matthias Franke, was wird hier an diesem Stand präsentiert? Wir präsentieren das Zinngießen hier. Und auch eine Tradition, die ist dem Erzgebirge nicht fremd. Worauf kommt es denn da besonders an beim Zinngießen? Ja, man muss die Zinnformen schon pflegen. Vor allem die Silikonform braucht eine gewisse Vorarbeit, indem man mit Talkum, das ist dieses Fläschchen hier, das einstreicht, zum einen um die Hitze, die ja durch die 200 Grad beim Guss entsteht, ein bisschen gleichmäßiger die Figur entstehen zu lassen und eben die Form dadurch zu schützen, dass sie ein nächstes Mal genauso gut und in der Qualität wieder gebraucht werden kann. Ansonsten würde sie brüchig oder gar ganz zerfallen. Das Zinn muss eine bestimmte Temperatur erreichen? Das Zinn muss mindestens diese 200 Grad haben, ansonsten würde es erstens nicht schmelzen und zweitens würde es nicht gleichmäßig, ich würde sagen ganz salopp, durchgekocht, sodass es dann ungleichmäßig im Material wäre. Hier ist zum Beispiel zu sehen, dass er da ein bisschen noch etwas einen gelben Schimmer hat, unterhalb der Weintraube, der Weingott Bacchus, der hier entsteht. Das ist eben, weil die Temperatur an der Stelle am höchsten war. Aber das kann man mit dem Dremel hier, es wird ja alles nachpoliert und auch die Ränder abgeschliffen, noch fein nacharbeiten, sodass es am Ende so perfekt aussieht wie diese verkaufsfertige Figur. Darf ich Sie kurz stören? Ja. Sie haben sich heute sicherlich den wärmsten Arbeitsplatz ausgesucht. Was passiert denn hier? Hier wird Eisen geschmiedet. Zu verschiedenen Artikeln. Sie sind hier mit so einer kleinen mobilen Schmiede. Da können keine großen Sachen entstehen. Was entsteht hier so im Einzelnen? Also vorzüglich mache ich heute kleine Geschichten, die schnell gehen, was auch die Kinder schnell verstehen. Zum Beispiel mache ich hier ein kleines Herz. Ich kann genauso gut auch solche Leuchter machen. Die brauchen etwas länger. Ja. Geschmiedet wird auf Holzkohle. Das ist das Interessante. Also Sie könnten theoretisch nachher auch noch grillen, das wäre ja auch noch möglich. Wäre noch möglich, auf alle Fälle. Also es ist wirklich die Standardholzkohle, wie man es so kennt? Ja, ja. Es wurde ja früher im Bergbau wurde nur Holzkohle verwendet. Es gab ja eigentlich nichts anderes und das hat funktioniert. Die vielen Bergeisen und so weiter wurde alles auf Holzkohle geschmiedet. Ja. Der Boden wird fertig gemacht, so wie die Decke dort, die ist aber noch nicht fertig jetzt. So. Ja, auch ohne diese Einlage, mit der Ignasie wird das so. So, machen Sie das fertig so, die sind auch ungenau, aber die Zeit.
Zeit nicht gehabt hat, dass die Hochdaten so schnell gehen einfach. Und dann biegen sie die Zahlen so wie jetzt die, ist das alles besser, ja? Ist das besser? Elastisch, so, das lässt sich biegen einfach, ja. Das ist viel zu dick, aber ja. Die habe ich von so einem Globus weggenommen, das gefällt mir, das Holz gefällt mir, aber das ist die geil hier. Das ist wunderschön, das war optisch und dann habe ich das, habe ich die genommen, habe ich runter gemacht, das passt auch nicht zu dem Boden hier. Wenn Sie anschauen, die Zahlen, das ist Schwarte. Natürlich gab es im Sendegebiet noch weitaus mehr Stationen zu besuchen und Günter Langer hat sich bei einigen davon umgesehen. Das sehen Sie aber dann am Samstag in der neuen Ausgabe vom MEF-Wochenrückblick. Ja, Tradition und Althergebrachtes. In Nostalgie schwelgen konnte man auch beim Ostblock-Treffen in München frei. Was es dort Besonderes gab, das haben die Kollegen von Kanal 9 mit der Kamera eingefangen. Fahrzeuge aus vergangenen Tagen machten am 1. Oktober zum 4. Ostblock-Treffen ihre Aufwartung. Sammler, Hobbyschrauber und Nostalgiker trafen sich auf dem Gelände des Sporthotels in Mönchenfrei und präsentierten ihre motorisierten Schätze. Von Mopeds und Motorrädern, PKWs und Kleinbussen bis hin zu LKWs und einem Panzer war die Vielfalt der Ausstellungsstücke sehr groß. Die ca. 150 präsentierten motorisierten Mobile lockten knapp 400 Besucher an. Trotz des andauernden Regenwetters beschauten sich Jung und Alt die ausgestellten Fahrzeuge mit Begeisterung. Gerade für die älteren Besucher waren die Oldtimer eine Möglichkeit für eine kurze Reise in die Vergangenheit. Oh ja, Erinnerung von damals, also von DDR-Zeiten. Man kennt sie alle, die Autos. Ja, um das Alte zu erhalten. Oder wieder zu präsentieren. Mhm. Ja. Es ist schön, das wieder mal zu sehen, was denn mal so damals alles so war. Was es so gegeben hat. Erinnerung kommt wieder. Neben den PKWs, die früher wie heute privat genutzt wurden, um von A nach B zu kommen, konnte auch eine beträchtliche Anzahl von Nutzfahrzeugen bestaunt und begutachtet werden. Einige wenige konnte man auch in Aktion erleben, wie zum Beispiel eine Schneefräse, die ihre Fähigkeiten an einem Haufen Sägespäne demonstrierte. Neben Fahrzeugen für die Landwirtschaft oder die Straßenwacht gab es auch Vertreter des öffentlichen Dienstes. Das ist ein Fahrzeug B1000 KKVP, der Verkehrsunfallbereitschaft der Deutschen Volkspolizei. Das Besondere daran ist, der B1000 ist Baujahr 1980. Und 1988 war das Fahrzeug noch mal zur Generalreparatur in Potsdam und da hat das Fahrzeug eine Karosse mit Schiebetier gekriegt. Und die Karosse mit Schiebetier gab es ja erst ab 87 und die sind ja an die Polizei ganz wenig ausgeliefert worden. Und des Weiteren das Besondere, eben bedingt durch die Karosse mit Schiebetier, war der B1000 dann noch bis 1992 bei der Schutzpolizei des Landes Brandenburg im Einsatz und hat deswegen die Wendelackierung gekriegt. Also Wendelackierung, ganz einfach, neue Lackierung, das Volks wurde entfernt, der VW-Stern wurde entfernt und die Aufschrift Polizei kam. Ein besonderes Highlight an diesem 1. Oktober war die Showeinlage mit dem ausgestellten Panzer. Das stählerne Kraftpaket auf Ketten wurde auf einem ausgedienten Kleinwagen losgelassen. Auf freiem Feld umkreiste der Jäger seine vierrädrige Beute. Entgegen der Erwartungen widerstand die Kleinwagenbeute den ersten Angriffen des Panzers. Es schien, als wenn die Beute mit ihrem Jäger spielte. Nach einigen Versuchen musste sich der Kleinwagen dennoch geschlagen geben und wurde zu Altmetall verarbeitet. Mit Fahrzeugausstellung, besonderen Showeinlagen und Leckerem vom Grill wurde den Besuchern des 4. Ostblock-Treffens ein rundes Paket geboten, welches besonders die älteren Besucher in Nostalgie schwelgen ließ. Ein
eine verletzte Person durch einen gefährlichen Überholvorgang in Amtsberg, Ortsteil Weißbach. Am vergangenen Freitagabend gegen 19 Uhr befuhr eine 31-Jährige mit ihrem VW Golf die B180 von der B174 kommend in Richtung Weißbach. Etwa einen Kilometer vor dem Ortseingang Weißbach kam ihr in einer Rechtskurve plötzlich ein Renault-Fahrer auf ihrer Fahrbahn entgegen. Dessen 69-jähriger Fahrer hatte versucht, in der aus seiner Sicht langgezogenen Linkskurve einen Audi und einen davorfahrenden Toyota zu überholen. Als er den VW Golf im Gegenverkehr wahrnahm, scherte er zwischen die zu überholenden Fahrzeuge ein. Die Fahrerin des VW machte eine Gefahrenbremsung und wich nach rechts aus, um eine Kollision zu verhindern. Der darauffolgende VW Kleintransporter konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Golf auf. Dabei wurde die 31-Jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils 1.500 Euro. Aber nicht nur Fehleinschätzungen und Übermut, sondern auch die Wildwechselzeit sorgen gerade jetzt für Unfälle. Augen auf und Fuß vom Gas sollte die Devise sein. Damit umgehen Sie übrigens auch überteuerte Fotos, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und auch die mittlerweile recht tiefstehende Sonne sorgt zum Teil für Sichtbehinderungen. Apropos Sonne, wir blicken an dieser Stelle mal auf das Wetter für die kommenden Tage. Tobias, ist das jetzt der Spätsommer 2017? Also rein von den Messwerten her betrachtet, war der heutige Tag meteorologisch gesehen ein Sommertag mitten im Oktober. Und damit sind wir auch beim Wetter, liebe Zuschauer. Heute Abend und in den Nachtstunden ist der Himmel im Großen und Ganzen klar und nur gelegentlich huschen kleinere Wölkchen über das Firmament. Mit Niederschlag ist in den Nachtstunden nicht zu rechnen, das Regenrisiko beträgt nur 15%. Was die Temperaturen angeht, so sind diese wieder recht moderat. In der Stadt der Sieben Täler, also in Olbernhau, werden zwischen 10 und 12 Grad erwartet. In Marienberg stehen zwischen 12 und 13 Grad in den Anzeigen der Thermometer und die Zschopauer bekommen 11 bis 12 Grad. In den Kältezonen oben auf dem Kamm kann die Temperatur bis auf 3 Grad absinken. Der Wind lässt es ruhig angehen, er weht nur gering mit um die 8 Kilometer pro Stunde aus Süden. Morgen am Dienstag setzt sich der Schönwettertrend auch weiter fort. Örtlich startet der Tag mit Frühnebel. Wenn dieser sich dann aufgelöst hat, wird der Rest des Tages sonnig. 10 Sonnenstunden stehen zur Abrechnung. Der Himmel zeigt sich dabei wolkenlos und Niederschlag ist also absolut nicht zu erwarten. Das Regenrisiko beträgt 0%. Wesentlich größere Zahlen findet man hingegen in den Anzeigen der Thermometer. In Neuhausen am Schloss Porschenstein gibt es zwischen 15 und 20 Grad. Am Tourismuszentrum in Gebirge werden zwischen 14 und 18 Grad erwartet und in Hohndorf klettert das Quecksilber auf 18 bis sogar 21 Grad. Auch der Wind tut alles für einen Traumtag, er weht nur gering mit um die 6 Kilometer pro Stunde aus Süden. Der weitere Ausblick, liebe Zuschauer. Der Mittwoch bietet einen leicht bewölkten Himmel und eine große Portion Sonne. Es bleibt auch weiterhin trocken. Mit 15 bis 18 Grad ist es zwar nicht mehr ganz so warm, aber immerhin noch sehr, sehr angenehm. Der Wind agiert weiter von einem Schonplatz aus, er weht weiter gering aus Südosten. Am Donnerstag zeigt sich nochmal ein ähnliches Bild. Sonne satt bei einem wolkenlosen Himmel mit zwischen 14 und 17 Grad. Der Wind weht weiter gering aus Südosten. Ob der Spätsommer uns auch weiter erhalten bleibt, das klären wir dann morgen hier an dieser Stelle. Und damit zurück zu dir, Nancy. Danke dir. Mit den aktuellen Nachrichten sind wir wieder pünktlich morgen für Sie zum Dienstag hier zur Stelle. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wir Sie dann wieder begrüßen dürfen. Übrigens mehr von uns und das Ganze nochmal zum Anschauen gibt es noch im Internet unter www.mef-lein.de. Und damit wünschen wir Ihnen noch einen schönen Abend, eine geruhsame Nacht und einen sonnigen Start in den Dienstag. Tschüss, bis morgen und ich verabschiede mich mit tollen Bildern des Tages. So schön ist es bei uns im Erzgebirge.